Wir sind immer noch auf der Jagd nach den Schuppen des Krokodils und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind jetzt in eurem Meer. Ja, Quatsch. Wir müssen hier aufräumen und alles wieder ans Laufen bringen. Aber warum möchte ich mit dir reden? Ja. Putterfest schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen. Und ich habe die Puppe eurer Tochter. Gut. Ich habe schon auf Nachricht von ihm gewartet. Hab Dank. Komm, wir essen und reden. Oh, ich liebe meine neue Puppe, Bayek. Und ich nenne sie Isid. Und sie wird die Beschützerin des ganzen Fayum. Seit Hutefrest diese Aufzeichnungen gestohlen hat, herrscht Chaos im Fayum. Soldaten mit Fackeln patrouillieren jede Nacht und diese Armenküche wurde quasi dem Erdboden gleichgemacht. Shadia und mich lassen sie in Ruhe, immerhin. Dafür hat Hutefrest gesorgt. Wo sind die Aufzeichnungen? Ich bat unseren treuesten Diener, sie in unserem Haus zu verstecken. Sie können es so oft durchsuchen, wie sie wollen. Sie werden es niemals finden. Kannst du mich hinbringen? Ich wurde zum Leuchtturm gerufen für eine weitere ihrer Routineuntersuchungen. Das könnte gefährlich sein. Die ptolemäischen Behörden arbeiten mit dem Krokodil zusammen. Wir machen das alle paar Tage. Sei unbesorgt. Sie werden niemandem etwas tun, der ein öffentliches Amt bekleidet. Shadia, zeig Bayek den Weg zu unserem Haus. Komm schon, Onkel Bayek! Okay. Jetzt kannst du mein Haus sehen. Komm einfach mit. Du hast ja, dann keine Höhenangst, oder? Ich schon. Bayek nicht. Ich folge dir. Also ich muss jetzt gerade sagen, ich saß jetzt im Flugzeug vor kurzem, also das Schlimmste war für mich, das sollte man gerade nicht so. Das war gerade ein bisschen unpassend. Wollte ich gerade anmerken, ne? Thema Höhenangst. Ich habe Höhenangst und ich saß gerade im Flugzeug. Meiner Meinung nach war das Schlimmste der Start. Und gerade als wir oben in der Luft waren, war es okay, aber wie gesagt, der Start war so das Schlimmste. Wo ich dann dachte, naja, aber war trotzdem. Ich bin ja nach Zürich geflogen, ich war jetzt letzte Woche in der Schweiz und habe mal wieder ein paar Leute besucht, ein paar Freunde besucht. Aber ja, dazu, wie gesagt, war schön, Wetter war scheiße, aber trotzdem, es war immer schön, wieder Leute wiederzusehen, nach so langer Zeit. Da sind wir. Ich komme oft hier hoch. Und hier sieht alles so schön aus. Die Menschen sollten glücklich sein, sind sie aber nicht. Keine Sorge. Deine Mutter und dein Vater kümmern sich um sie. Wo ist euer Haus? Auf dem Hügel dort. Siehst du's? Ja. Mit Feinden? Mindestens drei. Das nur die drei? Das sind mehr. Ach, die paar Clowns hier, die nehme ich mal weg. Die sind nicht so schlimm. Naja, fast. Bitte. Du solltest wieder zu deiner Mutter. Es könnte gefährlich werden. So, dann. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Dich habe ich nicht gesehen, aber gut, ich habe ich. Ja, das ist bestimmt hier oben, aber. Dreh dich doch wieder weg. Oh, da ist noch mehr. Haben wir die Aufklärung? Halt da. Du kannst nicht fliehen. Naja, dann machen wir es halt so. Alter! Komm her jetzt! Zeno, mein Freund!
Nö, eigentlich nicht, aber komm her. Wow, der ist nicht ohne. Alter, flackst du mich gerade? What the fuck? Das ist fuck! Was ist das denn für einer? Was ist das für einer? Das ist ähnlich wie der Fiddler Kitai, der war dem ja auch so scheiße schnell am Ende. Okay, okay, so viel zum Thema. Die Clowns, die habe ich ein bisschen unterschätzt, die Jungen. Okay. Die sind nicht ohne. Hatte ich nicht gedacht damit, dass ich die... Also muss ich zuerst mal unsere zwei Freunde hier wegnehmen. Diese Zone ist tabu. Haben wir die Aufzeichnungen? Noch nicht. Kann nicht mehr lange dauern. Der Hauptmann verhört den Diener gerade oben. So. Dann arbeiten wir mit der anderen Nummer. Hey, was? Dieses dumme ägyptische Pack. Renut ist eine gebrandmarkte Frau. Treue zu ihr. Stirb doch, Henny, schneller. Ich erlege ihn. Oh, tschüss. So. So, jetzt muss ich noch den einen da killen. Der da so ein bisschen rumgeistert. Wir zwei sind's noch. Was unter der Sonne? Da ist noch einer. Hat er mich jetzt gesehen, oder? Wo ist denn der jetzt hin? Da. So, das war der letzte. Der Rabbit. Götter, das ist von Shadia. Sie hat die Aufzeichnung. Und ich schicke sie zu ihrer Mutter. Ich muss zu Renut, bevor die Soldaten da sind. Oh, Shadia. Was hast du nur getan, meine Kleine? Mit dem Krokodil darf man nicht spielen. Außer ich. Erreiche die Armküche in euer Herr Meria. Da sind wir schon. Wo ist Renut? Ist sie hier?
Die Soldaten kamen und brachten sie zum Leuchtturm. Die kleine Shadia auch. Renut hat versucht, sie aufzuhalten. Irgendetwas stimmt nicht, oder? So etwas ist noch nie passiert. Berichte Hotefrest davon! Schnell! Verflucht nochmal! Renut und Shadia sind im Leuchtturm! Ich muss sofort dahin! Die Ägypten werden immer fetter und reicher, während wir hungern! Jetzt müssen wir zum Leuchtturm, oder was? Rette Kenut am Leuchtturm. Hier. Greift zu, sie gehen schnell weg. Einzigartige und kostbare. So, jetzt müssen wir hier. Ja, ist natürlich. Die gehören aber nicht dazu, ne? Sind nur 1, 2, 3, 4, 5 plus, also 4 plus Hauptmann. In Ruhe. Der Leuchter machen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Vielleicht machen wir es auch gleich noch weiter. Also es kann sein, wenn die Folge weitergeht, ne, dass ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich glaube immer 10 Minuten, dann müsste das passen bei der Zeit her. Naja, im Zweifel bis gleich oder bis morgen.